Herzlich willkommen bei Steine im Wälder. Wir schwenken rüber zur Area 52. Das ist ja im letzten Video recht deutlich entschieden worden, wie wir den Bereich nennen sollen, und bauen da heute mal los. Aber wir fangen mit was ganz Besonderem an. Wir haben nämlich einen Leserbrief bekommen. Moin Carla, moin Timo. Da ist sie endlich, meine Sigfig. Und nicht nur das. Ihr bekommt Folgendes. Meine Sigfig, sie sitzt im Transportschiff, ein Raumtransporter, man muss ja nicht auf andere Transportunternehmen angewiesen sein. Eine Transportkiste befindet sich im Frachtraum des Raumtransporters. Inhalt der Transportkiste, was der Inhalt genau ist, könnt ihr selbst entscheiden. Das werden wir, Dankeschön. Ein Straßenschild, ob ihr es irgendwo an einem eurer Gebäude anbringt, ist eure Entscheidung. Dazu bekommt ihr noch von meinem Kumpel Schuhkram Folgendes. Eine Sigfig, ein Feuerwehrmann, ein Feuerwehrfahrzeug für das raue Gelände auf Pandemica. Vorbild ist das Lego-Set 3365. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Figuren und Fahrzeugen. Vielen Dank, das werden wir bestimmt haben. Und wir haben gedacht, wir lassen das Transportschiff von Streets of Curiosity landen, und zwar vor unserem Supermarkt. Wir haben zwar noch ganz viele tolle Ideen bekommen, was man noch alles einbauen können, zum Beispiel Drohnen, die Essen ausliefern, kommt auch noch, aber erstmal noch die Sigfig zu zeigen, wirklich toll. Vielen lieben Dank, auch vielen Dank für den Leserbrief, hat uns sehr gefreut, und ja, das Raumschiff ist wirklich toll gebaut, ein schönes Mock, hat wundervolle Landestützen, die wir hier jetzt gerade eben im Video erstmal ganz kurz ein bisschen verbogen haben. Aber ja, wir überlegen uns auch noch, was wir in die Ladekiste reintun. Aber na gut, direkt vom Supermarkt. Das wäre doch toll, wenn dann hier wirklich auch Ware drin wäre für den Supermarkt. Vielleicht der teure Kaffee. Mal gucken. Auf jeden Fall herzlich willkommen hier auf Pandemica. Link wie immer unten in der Beschreibung. Dankeschön dafür. Wir legen jetzt aber los mit dem Grundriss für das nächste Gebäude. Wir haben uns überlegt, hier oben auf der blauen Platte weiterzumachen mit ja, ganz wirren bunten Teilen. Und ihr seht, weiß, blau, schwarz, das ist eine Anlehnung an das Farbschema von Ice Planet 2002. Und genau in den Farben arbeiten wir heute weiter. Haltet euch fest, wir bauen heute tatsächlich in der Lieblingsfarbe von Carla. Eine Kirche. Und zwar in blau, weiß und schwarz. Und wie gesagt, da müssen wir uns erstmal an den Bautisch. Dort werden wir bunte Trans-Neon-Orange-Paneele schnappen, die wir als Fenster verbauen wollen. Denn was gehört zu einer Kirche? Schöne große Fenster. Richtig. Wir wollten jetzt nicht ganz so bunte Fenster einbauen, sondern wir möchten uns schon ein bisschen an das Farbschema von Ice Planet 2002 halten. Haben aber geguckt, dass wir die Kirche so aufbauen, wie man es bei uns auf der Erde gewohnt ist. Das heißt, sie hat einen Kreuzgang, sie hat einen Turm und einen Eingangsbereich. Es ist im Übrigen dieses Mal kein hermetisch abgeschlossenes Gebäude. Das heißt, wer in der Kirche einen Gottesdienst folgen möchte, der wird das Ganze im Raumanzug tun müssen. Im vorderen Bereich werden wir dann auch noch ein bisschen was hinbauen. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir nach und nach die Mauer hochziehen, nicht zu langweilig werden in der Form und Ausgestaltung der Mauer. Es ist natürlich ein Space-Gebäude, das heißt, die Wände werden relativ glatt sein. Man sieht jetzt, wie wir nach und nach die Paneele einziehen für die Fenster. Da haben wir die alten Cockpit-Scheiben verwendet. Die Scheiben haben wir aufgestellt, damit sie eben den klassischen Rundbogen eines Kirchenfensters erfüllen. Wir haben jetzt hier keine spezielle Stilrichtung von irgendeiner Kirche ausgesucht, also ob es jetzt hier Gotik oder sonst irgendwelche Baurichtung ist, das haben wir hier vermieden. Wir haben es einfach bunt gemischt am Baustil. Haben uns entschieden, mit ja, runden Dächern zu arbeiten, mit kleinen Spitzen, die noch an der Seite dazukommen. Das Gebäude an sich wird relativ hoch, schon mal allein vom Kirchenschiff selber. Und jetzt mal aus einer ganz ungewohnten Perspektive, wir haben es hier mal an unserem Hauptgebäude vom Labor hochkant hingestellt, dass man mal nochmal drumherum gucken kann, wie wir eben den Kreuzgang ausgestellt haben, wie wir die Fenster aufgebaut haben. Wir haben hier ein paar geriffelte Bausteine mit eingebaut, damit es nicht ganz so eine glatte Oberfläche bleibt. Und jetzt kommt erstmal noch die
Inneneinrichtung rein. Es soll auch beleuchtet werden. Das heißt, wir müssen auch eine Öffnung noch schaffen, dass wir die Kabel ins Innere bekommen. Wird noch ein bisschen spannend, wie wir das machen. Aber das haben wir offscreen gebaut und gucken uns jetzt auch schon die Inneneinrichtung mit den provisorisch verlegten Kabeln an. Wir haben hier schon die Sitze drin, wir haben hier den Eingang und einen etwas seltsam anmutenden Altar. Wer den Film Planet der Affen noch kennt, den zweiten Teil, um genau zu sein, wird sich an die Atomrakete erinnern, die man da angebetet hat. Und wir haben gedacht, das ist doch einfach für eine Gesellschaft im Raketenzeitalter in der Sci-Fi gar kein so ungewöhnliches Szenario. Des Weiteren haben wir an der Rückwand der Kirche einen Götzen hingebaut. Der ist jetzt noch ein bisschen verdeckt durch die schwarze Plate, wird man gleich noch ein bisschen besser sehen. Der stammt im Übrigen in der Grundform aus dem Videoset des Robot Hip Hop Cars. Den haben wir nur umgebaut, dass es ein bisschen bedrohlichere Farben hat. Die Augen haben wir in Orange gehalten, damit es auch hier wieder zum Setting passt. Und jetzt gucken wir uns aber mal an, wie wir das Dach konstruiert haben. Wir haben hier mit Snotsteinen gearbeitet, einmal 1er Bricks, die links und rechts nochmal eine Noppe haben, dass das Dach hier angebaut ist und es wird nur aufgelegt, haben dann den Dachfürst quasi eingezogen mit weißen Ziegeln und hier oben haben wir noch ganz alte blaue Ziegel gehabt, die dann die Spitze darstellen, den Beginn des Turmes, die Kabel ein bisschen versteckt. Jetzt sieht man auch nochmal den Götzen etwas besser und dann natürlich muss der hintere Teil auch noch überdacht werden, haben wir hier auch gemacht und jetzt passt der Turm nicht mehr ins Bild. Wie so oft, wir bauen etwas, das Ganze wird zu groß, also einmal Kamera umpositionieren, das ganze Konstrukt umdrehen und dann gucken wir uns den Turmbau nochmal weiter an. Wir haben, wie gesagt, die Kirche jetzt mal aus der Draufsicht. Wir haben nochmal das Dach, wie man sieht, auch die Kabel, die wir drin versteckt haben. Und weiter, Brick für Brick, geht es nach oben. Man sieht auch hier nochmal die Spitzen an der Seite, die dazugekommen sind. Die werden später noch weiter verkleidet. Wir haben sowas Ähnliches wie Uhren eingebaut, hier jetzt durch Paneele dargestellt und Lautsprecher, die die Glocken simulieren. Und das Spitzdach oben drauf, das mussten wir zwingend erhalten. Das darf eigentlich bei der Kirche nicht fehlen und so sieht dann die Kirche im kompletten Konstrukt erstmal aus. Man sieht hier nochmal die Beschriftung am Turm, das wundervolle Dach und ja, doch ein relativ hohes Gebäude. Eine Transneon Orange Antenne auf der Spitze, die durfte nicht fehlen. Und hier sieht man jetzt nochmal die seitlichen Kreuzschiff-Aussteller, wie auch immer das in der Fachsprache genannt wird. Ich bin kein Architekt, ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Da auch eine kleine Deko oben drauf. Und ja, uns gefällt es ganz gut. Nochmal ein Blick ins Innere. Wir haben auch hier eine Figur, einen Droiden aus der Videoserie verbaut, der quasi die Ansprache hier drin hält und dem Gott des Raketenzeitalters huldigt. Fanden wir ganz toll. Es kam zum Schluss noch ein Sockel dazu, damit es einen etwas besseren Abstand bekommt zum darunterliegenden Supermarkt. Wir haben hier noch die Option offen, eventuell noch ein weiteres Stockwerk einzuziehen, falls man uns da mal noch eine zündende Idee erreicht. Vielleicht habt ihr noch eine Idee für ein weiteres Stockwerk bei der Area 52, was reinkommen könnt. Haut es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns hier immer über Vorschläge und die erreichen uns ja doch ganz zahlreich. Ich denke, da können wir auch bald mal eine Folge machen, wo wir nur auf eure Vorschläge eingehen und mal zeigen, was wir aus euren Vorschlägen gemacht haben. Und bevor ich jetzt aber noch über ganz viel weitere Vorschläge rede und mich hier zigmal wiederhole, kommen wir nach und nach zum Ende des Videos. Es geht noch ein bisschen, keine Sorge. Wir sagen aber schon mal danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Steine im Weltall. Lasst uns gerne ein Abo oder ein Like da und bis gleich in den Kommentaren. Tschüss.